Hallo, mal wieder zu einem kleinen Tutorial von quadflyer.net. Heute zum Eshin E010 oder E010, wie man es auch nennen möchte. Ich habe mir den einfach mal geholt, weil ich ihn eigentlich modifizieren wollte und die Motoren getauscht werden sollten und ein Zeiss-Sky rauf sollte, sodass man dann entsprechend halt auch sein Fluggefühl hat, wie man es halt kennt von den bisherigen Mikrocoptern, die wir so gebastelt haben. Und möchte ganz gern ein kleines Review dazu machen. Gucken wir also erstmal rein, was in der Box überhaupt drin ist. Oh, fällt gleich alles raus. Instruction Manual, die werden wir erstmal nicht brauchen. Ein USB-Ladekabel für den LiPo. 4 Ersatzrotoren. Und die kleine Box, in der alles enthalten ist, der kleine Quadrocopter und die eher bescheidene Remote Control. Also man kann Fernbedienung dazu sagen, aber es ist halt wirklich ein Spielzeug. So, das ist der Quadrocopter. Der Akku ist unten fest verbaut, wie man sieht. Also man wird ihn schon rausbekommen, aber er scheint halt auch wirklich verklebt zu sein und wird dann halt direkt hier unten eingestöpselt, sodass man ja, da eigentlich nichts verkehrt machen kann. Wenn er dann leer ist, dann wird er halt entsprechend aufgeladen und hier an den Connector angeschlossen, hier an dem kleinen USB-Netzteil sozusagen, dort leuchtet dann eine rote Lampe auf. Wenn sie in den Computer eingesteckt wird, wenn er dann mit dem Copter verbunden wird, dann ja, geht diese rote Lampe aus und sobald der Akku voll ist, leuchtet sie dann wieder. So, dann zum Quadrocopter an sich. Da kann man, denke ich mal, wenn man jetzt meine Handfläche sieht, sieht man schon, wie klein er wirklich ist. Also das hat eigentlich kaum was zu tun mit den Mikrocoptern, die wir sonst fliegen. Also wenn ich jetzt den Micro H oder den Micro Stealth oder Micro Hex oder den neuen Micro X Quad von Smart Shapes anspreche, da liegen dann doch schon Welten dazwischen. Dann schauen wir uns einmal kurz die Motoren an. Da dachte ich eigentlich ehrlich gesagt, dass es 7 mm Motoren sind. Wir messen mal nach, ich glaube. Ja, sind 6 mm Motoren und demzufolge ja, habe ich das Projekt im Prinzip eigentlich schon wieder aufgegeben, weil mit 6 mm Motoren mag ich nicht wirklich fliegen. Also die haben dann so wenig Power, 7 und 8 mm sind da schon genau die richtige Wahl für Mikrocopter. So, und dann stecken wir ihn einfach mal an, dann kann man nochmal die Funktion so ein bisschen erklären. Also die Remote Control, unten sind die üblichen Tasten zum Trim, die man auch von größeren Sendern kennt sozusagen. Hier vorne hat man noch die beiden Tasten, die rechte ist für einen Flip, also man klickt sie im Prinzip einmal an, macht dann die entsprechende Bewegung, wohin der Flip oder die Rolle ausgeführt werden soll, und dann macht der Copter diese selbstständig. Also ist auch nicht wirklich sehr schön, für einen Anfänger natürlich eine wunderbare Sache. Dafür ist der Copter sicherlich auch eine gute Anschaffung. Oder auch für kleine Kinder, um halt überhaupt erstmal einen Einstieg in die Materie zu finden, um, ja, um das Flugverhalten kennenzulernen und halt dann auch sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Gut ist natürlich wirklich, man kann halt überall gegenfliegen. Der Schutz sorgt halt dafür, dass halt auch wirklich nichts passieren kann. Insofern eine super Sache für Kinder. Aber für die etwas ambitionierteren Flieger ist dann das dann doch wirklich ein Spielzeug. Schalten wir die Funke einfach mal an. Sie blinkt. Im Anschluss wird der Copter einfach mal mit Strom verbunden. Ist auch erfolgt. Da muss die Funke einmal, also auf dem Gasweg nach oben bewegt und nach unten bewegt werden. Dann hört auch die LED dementsprechend auf zu blinken. Und der Copter ist sozusagen verbunden. Der Raum ist jetzt hier ein bisschen klein, aber zum kurzen Anfliegen wird es mal reichen. Oh,
Also man sieht, er fliegt. Ich kann da gerne auch noch mal einen kleinen Auszug jetzt hier einblenden, wie er dann tatsächlich fliegt. Man sieht halt, dass er halt nicht wirklich schnell ist, beziehungsweise halt auch nicht wirklich agil. Wie gesagt, für den Indoor-Flug reicht es eigentlich aus, aber so weit wie man raus möchte und es ist nur ein kleines Lüftchen, hat er eigentlich schon kaum eine Chance, aufgrund dessen, dass der Winkel, in dem er halt fliegen möchte, ziemlich gering ist. Also, ich weiß nicht, ich würde mal so auf 10 bis 15 Grad schätzen, mehr sind es halt wirklich nicht, und dadurch kommt er natürlich halt auch dementsprechend langsam voran. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen zu dem kleinen Ding. Wie gesagt, für den Einstieg ist es eine gute Wahl, für den etwas ambitionierteren oder fortgeschritteneren Flieger ist es dann ja, ein Spielzeug, wenn man es so sagen möchte. Und auch der Umbau lohnt sich da nicht wirklich. Bleibe ich da lieber bei meinen altbekannten Mikrokoptern aus Carbon und die sind für mich da die bessere Wahl und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal kurz das Video dazu, dass ihr halt auch wisst, ob man es überhaupt nutzen kann oder halt nicht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen kleinen Daumen nach oben freuen. Ansonsten schaut euch meine anderen Videos an und abonniert meinen Kanal. Bis bald!